Walter Grubmüller, ehemaliger Speedway-Fahrer, ein Österreicher, der viel in England gefahren ist, hat eine gute Idee nach Österreich mitgebracht und möchte diese Idee des sogenannten Stock-Car-Racing verwirklichen. Wie soll das in der Zukunft geschehen? Die Idee ist einmal, einen billigen und finanzierbaren Motorsport nach Österreich zu bringen, weil der Motorsport leidet sehr stark unter den nicht mehr erreichbaren Budgets, die man heute braucht auf der Rundstrecken. Oder im Rallye-Sport. Das ist ein billiger Motorsport, der sehr viel Spaß macht und sehr viel Geschick erfordert, weil wir immer auf losen Untergrund fahren und da brauchen die Fahrer Gefühl und ich glaube, es ist auch für das Publikum sehr spektakulär und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wir bringen das einmal nach Österreich und schauen, ob wir was zusammenbringen. So ist dann steht dieser Stocker der Klasse F2. F2 ist die zweithöchste Klasse, dieser 2-Liter-Motor zum Beispiel mit ca. 200 PS, ist nur Heckantrieb mit einer Sperre. Die wichtigen Details sind, wir haben zum Beispiel vorne nur eine Bremse auf einer Seite, damit das Auto in die Kurven reinzieht. Und das Interessante ist dabei ist, Oberall anziehen, Helm auf, Brünn auf, los geht's und Mann zu Mann. Also man spürt auch den Gegner zeitweise mehr, zeitweise weniger, manchmal zu viel. Aber das macht halt einen Spaß aus. Also zum ersten Mal heute gefahren und schon im Training richtig Spaß gemacht beim Gage und es ist ein bisschen trockener und gegen die anderen fahren ist einfach super. Es ist ein super Motorsport und die Zuschauer sind auch sehr begeistert. Heute in der Früh, wie ich beim Fenster rausgeschaut habe und ich habe den strömenden Regen gesehen und dachte, na bravo, das wird vielleicht nicht so lustig. Aber als alter Motocross-Fahrer stört dann der Schlamm auch nicht. Man sieht, ich bin von oben bis unten eingedreckt, aber es macht riesen Spaß. Komplett was anderes, man wird kreuz und quer umherrutschen, also komplett andere Disziplin, aber ja, recht lustig. Kleine Kollisionen sind natürlich in der großen Serie, in der World Series verboten. Bei dieser Serie ist es aber erlaubt, einen Konkurrenten auch ein bisschen zu berühren. Ja, ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen aufregender, vor allem fürs Publikum und ja, weil wir halt nicht bei so hohen Geschwindigkeiten fahren. Das ist auch vielleicht nicht so gefährlich wie bei der World Series. Wenn man sieht, wie populär dieser Sport in England, Australien, Amerika und Neuseeland ist, dann kann man das durchaus als ernsten Sport bezeichnen. Ja, es ist halt schwierig, ja, bei deinem Untergrund sag jetzt einmal, die richtige Spur zu halten auf dem matschigen Untergrund, aber es macht mächtig Spaß und ja, ich glaube, ich werde es wieder versuchen. Ja. Das heißt, man kann den Sport auch lernen? Natürlich, ja. Also es ist für jeden Anfänger, sag jetzt einmal, eine tolle Sache, da in einen Motorsport einzusteigen, einmal das zu probieren. Also ja, kann ich eigentlich nur wärmstens an jeden empfehlen, ja, der was das einmal ausprobieren möchte.